scheint zum Glück ein bisschen ruhiger zu werden. Also Moped fahren ist hier bestimmt nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Aber ist okay, Benedetto fährt sehr gut. So, wir haben unser Ziel fast erreicht. Natürlich auch wieder Eintritt, aber jetzt scheint es auch ziemlich leer zu sein. Also auf, bevor die ganzen Touristenbusse kommen. Und hier können wir nachher vielleicht einen Maiskolben essen. Hier natürlich wieder 1000 Stände und Märkte, das ist klar. Aber wir laufen mal los und lassen uns überraschen. Und schwimmen soll man nur hinter dem Wasserfall, hat uns auch unser Hostelvermieter gesagt, dass letztes Jahr oder was da auch jemand umgekommen ist. Also überall, was man hier hin, wo man hier hingeht oder was machen will, erzählen sie einem, was man nicht machen darf, damit man nicht stirbt. Das kriegt man überall zu. Da ist der TG-Lugang-Wasserfall. Naja, auf, laufen wir mal hin. Haben wir aber ein Stück zu tun, denke ich mal. Aber herrlich. Und noch nicht so viel mit Tourismus und so. Das ist ja ein U-Boot interessant und U-Boot gefällt uns auch gut. Was stört, ist der Geruch der Abgase, das ist fürchterlich. Aber andererseits, wenn man durch die kleinen Straßen geht, hat man überall den Geruch von Räucherstäbchen und den Wäschereien. Und das ist ein ganz toller Geruch. Ja, alles sehr, sehr schön. Wow, ist das ein Blick. Wunderschön. Hier geht es dann rüber. Und da ist scheinbar gerade eine Hochzeit. Also schwimmen kann man scheinbar nur hier vorne. Naja, und so sauber sieht es nicht aus, das lasse ich dann, glaube ich. Jetzt müssen wir da wieder zurück hochkraxeln. Aber auch das schaffen wir. Der Dette macht sich auf dem Rückweg. So, jetzt geht's weiter. Nur 165 Stufen. So, gestern waren es 250. Und bevor es zu voll wird, verschwinden wir wieder. Wir haben unser Moped wiedergefunden und jetzt geht's los zu den Reisterrassen. Hoffen wir, dass es da auch noch einigermaßen leer ist. Hier wird es jetzt richtig voll. Hier sieht man noch das ursprüngliche Bali. Ohne vielen Tourismus, wenn man ein bisschen abseits ist. Hier sind ganz frische Reisfelder, wo der Reis sich gerade aussieht. Jetzt sind wir angekommen in Tegalagang auf den Reisterrassen. Und das sieht wirklich toll aus. Aber ich weiß nicht, wo man hier langlaufen kann. Das müssen wir erstmal rausfinden. Reis, wo man nur hinguckt. Ja, wo wir jetzt hier hinkommen, keine Ahnung. Wir lassen uns einfach so treiben. Mitten im Dschungel.
Wunderschön. Eine heilige Sorte. Nach einem herrlich erfrischenden Bad hier in dem Pool mit dem heiligen Wasser machen wir uns jetzt wieder einen Aufstieg. Aber erfrischt und zufrieden. Und da ist der Fluss. Hier sehen wir noch richtig ursprüngliche Häuser und Gegenden. Weit weg vom Tourismus. Obwohl es nur, was weiß ich, 10, 15 Kilometer sind. So, hier soll es nur das beste Spanferkel geben. Lassen wir uns mal überraschen. Iwooka. Iwooka. Nicht leicht zu finden. Aber wir haben es gefunden. Aber wir sind immer noch nicht da. Wir suchen immer noch, haben es doch noch nicht gefunden. Ja, und hier essen wir jetzt das Schwein, was seit heute früh um 4 auf dem Spieß ist. Hier angefangen hat, auf die Füße getan wird, und um 7 dann fertig. Ja, und so sieht es dann aus. Und es schmeckt lecker. Ja. So, gehen wir nachher noch. Das ist hier das älteste Restaurant, wo es das typische balinesische Spanferkel noch gibt. Und es wird jeden Morgen um 4 aufs Feuer gebracht und dann per Hand gedreht. Ja, es war sehr lecker hier. Jetzt fahren wir weiter mit unserem Moped. Ach, ein Kakadu gibt es auch hier, nein, mehrere Kakadus. Das hier ist der Eingang zu unserem Bungalow. Ja, und hier sind wir unten. Am Pool. Pool Area. Jetzt wollen wir ein bisschen den Campo Hahnreit gehen. Wie weit wissen wir noch nicht, ob wir bis zum Fluss gehen. Da wird ein Kind gewaschen in dem dreckigen Wasser. Oder gebadet. Das ist hier ein sehr schöner Spazierweg. Vorbei natürlich, Tempel sind ja hier überall. Und vorbei am Grün. Und am Wasser. Ein wunderbarer Spazierweg durch das unberührte Bali, die unberührte Natur. Und wir sind jetzt nicht mal 1 Kilometer weg von dem lauten, lebhaften Ubud. Und hier alles unberührte, herrliche Natur. Traumhaft. Hier wird geerntet, alles noch per Hand, wie es früher üblich war. No, hier sind die zwei Kilometer schon vorbei. Natürlich wieder Tempel, Haustempel, und da oben ist ein Restaurant. Warangi nennt sich das hier. Wir werden jetzt mit einem schönen Fruchtsaft erfrischen und dann geht's weiter. Guck mal, die Götter rauchen hier auch. Wunderschöne Aussicht. Und einmal gemischte Früchte und einmal Ananas. Auch Häuser werden hier noch richtig in Handarbeit hergestellt. Hier wird gerade das Fundament gelegt, gegossen. Das war mit Betonmischer, wirklich nur durchgehakt und durch hier links. Hier sind auch wieder herrliche Reisfelder. Ein Spa mitten in den Maisfeldern. Wunderschön. Hätten wir vorhin gar nicht so weit fahren brauchen mit dem Moped, um die Reisfelder zu sehen. Ich habe schon wieder Mais gesagt statt Reis. Sieht das schön aus. Hier hat unser Drink sicher noch besser geschmeckt. Das ist ja ein Traum hier. Der Sparbereich.
Jetzt zurück nach U-Boot. Eine Kunstgalerie. Jetzt bei den über 30 Grad und der hohen Luftfeuchtigkeit sind wir sehr dankbar für die Wolken. Können uns ein bisschen abkühlen. Und hier kann man über den Dschungel schaukeln. Und das möchte ich jetzt auch tun. Jetzt werde ich angeschnallt. So, Gabi, habe die Schaukel. Ja, das Schaukeln war ein schöner Abschluss vom Spaziergang. Jetzt sind wir bald zurück. Hier in dieser Ruhe kann man sich gar nicht vorstellen, dass wir jetzt in 5 Minuten ungefähr wieder in der lauten, rumorenden Stadt sind. Das ist eine verputzte Wand, die haben sie angemalt und jetzt malen sie die Fugen da rein, dass es aussieht wie Fliesen. Das sieht toll aus. 5 Minuten später! Jetzt einen Tipp aus dem Internet, wo es noch zu einem unbekannten Wasserfall gehen soll. Na, lassen wir uns mal überraschen. Und wieder geht es natürlich runter und nachher auch wieder rauf. Ja, hier sind wir unten angekommen. Es ist ein sehr, sehr kleiner Wasserfall, aber dafür unbekannt. Kein Mensch hier, kein Tourismus, aber schwimmen möchte ich in dem Wasser nicht. Es ist viel Dreck liegt hier. Und bei Regenwetter soll wohl hier noch mehr Dreck runtergespült werden. Da soll es noch dreckiger sein. So, das war unser Ausflug zu noch einem Wasserfall. Und jetzt fahren wir zurück durch das Gebüsch und geben das Moped wieder ab. Eventuell vorher noch in einen Café. Jetzt wieder hoch. 5 Meter weiter ist wieder Ende mit der Ruhe. Da kommt wieder ein Wagen nach dem anderen, ein Moped nach dem anderen. Und da müssen wir uns jetzt auch wieder rein. Eine Tapas-Bar, auch so ein Geheimtipp aus dem Netz, aber leider verschlossen für immer. Und mit dem Moped schwerer einen Parkplatz zu finden, als in ganz Berlin mit dem Auto. Und das Moped dann auch noch wieder zu finden, das ist auch noch eine Kunst. Das Moped und wir sind heil angekommen. Und jetzt geben wir es auch ab. Aber ein schöner Tag, aufregende Fahrten. Aber Benedetto hat das ganz, ganz toll gemeistert. Hat uns ganz toll gefahren.